Ich bin Münchner und habe mir jetzt außerhalb von München ein kleines Paradies gebaut. Das ist der alte Obstgarten von meiner Oma. Den habe ich geerbt, als sie gestorben ist. Und jetzt habe ich mir ein Tiny House drauf gebaut. Hier steht noch ein Zirkuswagen, den ich mir jetzt ausgebaut habe. Das kommt noch ein Baumhaus. Und ja, früher stand hier schon eine kleine Hütte, wo wir als Kinder drin gepennt haben, wo wir frei waren und unser Ding gemacht haben. Und jetzt habe ich mir was hingebaut, wo ich tatsächlich drin leben kann. Um mich noch ein bisschen vorzustellen, ich bin Fotograf, bin auch Journalist, schreibe für Esquire und früher für GQ habe ich geschrieben. Jetzt habe ich ein Buch auch noch fertig gemacht, und was im August kommt. Und habe in München noch eine Kreativagentur und eine Galerie. Wie organisiere ich mich hier? Also meine Oma, muss ich sagen, war schon sehr nachhaltig. Die hat in die alte Mühle hat sie eine Turbine eingebaut, mit der wir unseren Strom erzeugen, der für auch uns als große Familie reicht. Also das ist ein Punkt. Der Strom betreibt eigentlich mein ganzes Haus. Ich filter mein eigenes Wasser aus Regenwasser und Bachwasser. Das wird dann durch einen dreifachen Osmosefilter so weit gefiltert, dass man das tatsächlich trinken kann. Oder ich mache auf jeden Fall meinen Kaffee damit morgens und dusche damit. Also bisher funktioniert es eigentlich ganz gut. Und ich glaube, gerade was Nachhaltigkeit angeht, habe ich versucht, alle Möbel entweder gebraucht oder selbst zu bauen. Und ich habe natürlich alle Materialien, die ich so verwende, sind aus der Region. Zum Beispiel die Steine, die ich verlegt habe, sind von eBay Kleinanzeigen. Die sind aus einem alten italienischen Restaurant rausgebrochen. Und die Ziegelsteine habe ich dann hier wieder verlegt. Also so versuche irgendwie alles aus der Gegend zu besorgen oder halt gebraucht. Ich glaube, wenn man so nah an der Natur und mit der Natur lebt, bleibt einem gar nichts anderes übrig, als natürlich auch auf die Natur zu achten. Und ich musste mich natürlich da jetzt auch so reingewöhnen, oder ich musste natürlich auch Lösungen finden, weil ich zum Beispiel kein Abwasser habe, aber natürlich nicht irgendwie mein dreckiges Wasser irgendwie hier einfach nur versickern lasse, sondern es muss alles im Reinen mit der Natur sein. Und über die Zeit habe ich mir das alles jetzt angeeignet. Also ich fühle mich jetzt persönlich, ich fühle mich gut in der Art und Weise, wie ich hier lebe, weil es ist einfach im Reinen mit der Natur. Also ich glaube, auf einmal geht das gar nicht. Also man muss sich so schauen, so was sind so die Themen, wo kann ich was besser machen. Und ich finde auch die Zeit, man liest mehr, man hört mehr, ich folge mehr Leuten, die auch nachhaltig leben, und man lernt natürlich voneinander. Und ich konnte mir viele Sachen abschauen, viele Sachen musste ich mir selber beibringen. Aber ja, ich glaube, jetzt so nach 2 Jahren habe ich jetzt endlich so einen Punkt erreicht, wo ich sage, ich lebe wirklich nachhaltig, ich lebe hier CO2-neutral. Und und ich muss sagen, es fühlt sich gut an. Also Alltag, glaube ich, habe ich gar nicht wirklich, weil jeder Tag anders ausschaut bei mir. Über die letzten 1,5 Jahre Corona habe ich ganz viel mein Buch hier geschrieben. Ich habe meinen Zirkuswagen zu meinem Homeoffice umgewandelt. Manchmal muss ich auch in die Stadt, zu mir in die Agentur oder in die Galerie. Und manchmal bin ich auch noch als Model gebucht oder als Fotograf, und dann geht es irgendwie raus in die Welt. Was mir ganz wichtig ist, ist nicht über meine Verhältnisse zu leben. Und ich habe mir ein Tiny House gebaut, weil es in meinem finanziellen Möglichen war. Also ich konnte mir das alles selbst leisten, ich muss keinen Kredit aufnehmen, ich konnte das alles irgendwie selbst stemmen. Und das war ein Grund, warum ich in einem Tiny House leben wollte. Der zweite Grund ist, ich hatte jetzt lange in Berlin gelebt, in einer fast 100 Quadratmeter großen Bude. Habe 2 Minuten in die Küche gebraucht, und ich fand die Größe einfach ein bisschen ungemütlich. Und jetzt kann ich von meinem Bett in den Kühlschrank langen und hab andere Wege, und ich fühle mich null eingeengt. Ich meine, mit dem Garten und mit dem Fenster raus aus dem Haus sehe ich den Sternenhimmel, oder morgens werde ich von der Sonne wach gekitzelt.
Und es gibt einen irgendwie sehr, also es engt mich sehr viel weniger ein als eine 100 Quadratmeter Bude. Deswegen sind das, glaube ich, meine zwei Gründe, warum ich ein Tiny House habe. Wo ich mich am meisten wohlfühle, ist natürlich der Punkt mit der Nachhaltigkeit, dass dieser Ort mich näher wieder an die Natur gebracht hat und auch an mich, das war auch eine Rückführung zu mir selbst. Weil ich glaube, so, wenn man draußen also in der Großstadt ist und ich habe lange in Berlin gelebt, wie gesagt, ist natürlich Tobabo und man findet gar keine Zeit und Momente, irgendwie auf sich selbst zu achten. Und jetzt über die letzten zwei Jahre konnte ich mich besser kennenlernen durch diesen Ort und durch dieses Tiny House. Und das ist, glaube ich, so das Beste, was mir passieren konnte. Es steht ganz schön viel rum, aber meine liebsten Teile sind wahrscheinlich, ich habe große Kristalle, hier steht ein großer Rosenquarz oder da ist ein Bergkristall und ein Amazonit. Meine Oma hat mir damals schon mich näher gebracht an Heilsteine und an Kristalle. Und da habe ich eine sehr große, also emotionale Nähe zu und liebe meine ganzen Kristalle. Und ich meine, hier ist so viel Familie und so viel von meinen Reisen, was ich mitgenommen habe, das sind alles so Emotionsteile. Also ich würde gar nicht sagen, das und das ist jetzt mein liebstes Ding, aber ich glaube, alles, was hier so rumsteht, hat irgendwie einen emotionalen Wert für mich. Läufst du wieder? Nee, einsam bin ich nicht. Wie gesagt, ich habe meine ganze Familie neben mir, meine Cousinen mit ihren Kindern mittlerweile, meine Tante ist da. Aber wenn ich mich hier zurückziehen möchte, dann habe ich auch einen Ort, wo ich mich zurückziehen kann. Also das stimmt schon, dass ich meine, an sich durch meinen Job und durch mein Leben habe ich mit wahnsinnig vielen Menschen zu tun und ich darf ganz viele Menschen kennenlernen und habe viele tolle Begegnungen. Aber manchmal ist es dann auch schön, wenn man hier rauskommt und man macht das Gartentürle zu und man hat ein bisschen Zeit für sich selbst, weil ich glaube, die braucht jeder. Und so, ja, ich habe beides. Ich darf hier beides draußen haben. Also Nudity ist jetzt nicht unbedingt mit, was ich Probleme habe, da hast du recht. Für mich kam die Nacktheit, wie gesagt, ich kam vom Modeln und man war irgendwie immer so eine Schaufensterpuppe gefühlt, ohne Charakter und ohne Leben und ohne Namen. Davon wollte ich irgendwie weg. Für mich war es klar, ich will fotografieren, ich will auch Menschen fotografieren, aber ich will sie jetzt nicht unbedingt in Klamotte, weil für mich hat es das schon wieder so entzerrt und ich will den echten Menschen. Und da habe ich meinen Weg gefunden durch die Nacktheit. Und ist auch irgendwie ein schönes, es macht alles so ein bisschen einfacher. Du brauchst keinen Stylisten, ich kann mich selbst reinstellen, wenn ich kein Model habe. Man hat nie die Frage, was man anhaben muss oder so, sondern man ist so, wie Gott einen geschaffen hat. Und ja, ich spiele sehr gern mit Nudity. Ich glaube, Zuhause ist das, was du dir zu deinem Zuhause machst. Ich glaube, dass man sich auch, wenn man... Ich habe auch Freunde, die sagen so, okay, ich bin ja hier nur für ein Jahr, die wohnen irgendwo für ein Jahr, deswegen mache ich es mir gar nicht schön. Und ich denke mir so, okay, wie viele Jahre hast du denn, dass du dieses eine Jahr einfach so lapidar einfach dir nicht schön machst? Weil wenn man Glück hat, hat man vielleicht 80 oder ein bisschen mehr oder wahrscheinlich eher ein bisschen weniger. Deswegen, ich glaube, man sollte sich's immer schön machen. Man sollte sich an dem Ort, wo man gerade lebt, sollte man zu seinem Zuhause machen. Und ja, für mich ist es wichtig, dass man sich wohlfühlt, dass wo ich hinschaue, ich es auch schön finde und dass ganz viel Wohlgefühl dabei ist an dem Ort, wo ich bin. Und ich glaube, so würde ich Zuhause definieren. Also ich glaube, Zuhause ist das, was du draus machst.